Das Atelier für NLP und Persönlichkeitsentwicklung hat sich seit seiner Gründung 1999 zu einem renommierten Ausbildungsinstitut für NLP und Treffpunkt für neugierige, offenherzige Menschen entwickelt. Hallo, also nur jetzt mal kurz zur Erläuterung, was du jetzt hier gleich siehst, musst du nicht 100% ernst nehmen. Also das ist eine Übung, Hall of Fame heißt sie. Da geht es darum, dass man sich ein Vorbild sucht oder mehrere Vorbilder von Menschen, die bestimmte Eigenschaften haben, die du toll findest. Und man tauscht da so als Tandem quasi, wen kennst du, wen ich auch gut finde. Und dann schlüpft man als Partner in die Rolle dieses Coaches. Also ich war jetzt in dem Fall Pippi Langstrumpf und tue so, als wäre ich Pippi Langstrumpf. Und berate jetzt Julia quasi als Pippi Langstrumpf, also so wie ich jetzt innerlich mich dann fühle, wenn ich diese Pippi Langstrumpf wäre, in Bezug auf ihr Problem. Ja, also es ist sozusagen, du schlüpfst in die Rolle von jemand anderem, das ist in gewisser Weise so wie eine Mentortechnik und gibst dann einfach wieder, was da aus dir rauskommt und du bist dann nicht mehr in der Rolle des ordentlichen Coaches, sondern du bist sozusagen in der Rolle des Narren. Und für den anderen ist das manchmal sehr aufschlussreich und bringt ganz tolle Ergebnisse. Und genau das wirst du jetzt da einfach gleich erleben. Viel Freude damit. Wir machen Hall of Fame, so heißt die Übung. Okay. Ja, schon mal hier so Pippi Langstrumpf-mäßig. Ich habe Strukturierungsprobleme. Was ist denn das für ein Quatsch? Strukturierungsprobleme, habe ich noch nie gehört, sowas. Was kannst du denn nicht strukturieren? Mein Leben. Was? Mein Leben. Ach, hör mal, guck mal, das Wichtigste ist doch, dass wir Spaß haben. Spaß! Stimmt, jetzt wo du es sagst. Hast du kein Pferd, auf dem du wegreiten kannst oder so? Nee. Oder hast du auch nicht nette Freunde? Ich habe immer Annika und Tim oder wie der heißt. Und mit denen mache ich jede Menge Quatsch. Doch, habe ich auch. Na siehste. Also so strukturieren brauchen wir nicht. Okay. Okay, nächster. Wer soll ich jetzt sagen? Joe Dispenza. Joe Dispenza. Okay. Now, Julia, what's your problem? Huh? Ja, ich habe Strukturierung. Ich kann nicht so gut Englisch, aber ich habe Probleme in, also es wird ja übersetzt, weiß ich ja. Verstehe dich gar nicht. Was meinst du genau damit? Also du findest keine Structure in deinem Leben, oder was? Ja, ja. Na ja. Also weißt du, ich habe da ein ganzes Team. Ich habe kein Problem mit Struktur. Ne? Ich mache einfach meine Dinge und ich sage, was ich sage. Das ist meine Wahrheit. Ich muss sie hinaus in die Welt bringen, ja, und die Menschen wollen mich hören, ja, wollen sie dich hören, hast du eine Botschaft? Keine Ahnung. Ja, darüber musst du nachdenken, nicht die Struktur, die kommt dann, aber erst musst du mal eine Botschaft haben, weißt du? Ja. Ja, also, was willst du mir sagen, wie ist das Leben? Oh Mann, ich bin völlig überfordert hier gerade mit der Aufgabe. Nein, ich habe auch einmal klein angefangen, weißt du. Damals, ne, war ich noch klein. Ne. Aber ich hatte große Visionen. Ja, ja. Ich bin Joe Dispenza. Ich werde die Menschen in die Tiefe berühren, an ihre wahren Gefühle ja, zu kommen. Und ja, natürlich Spiritualität und alles, weißt du. Ja, du hast doch viel gelernt. Ja. Dann mach es. Ja. Sei immer ehrlich im Herzen, ja, und dann wirst du die Botschaft in die Welt bringen. Ja. Okay.
Wer jetzt? Bruce Willis. Bruce Willis. Tja, hey Baby. Wollen wir die Welt retten, ja. Du musst natürlich aufpassen da. Dein Bauwagen, ne? Hast du da den Waffen? Überfällt. Ich mache Kampfkunst. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Das habe ich auch gemacht. Ich bin knallhart. Und weich im Kern, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, weich im Kern. Aber, ne. Und ich habe mir auch die Haare abgeschnitten. Also sag, was ist das Problem? Ja, die Struktur in meinem... Ja, ich meine, ne? Du hast zwei Füße, oder? Ein Fuß, zweiter Fuß, dritter Fuß, vierter Fuß, oder? Ja. Weißt du, wo unten und oben ist, ja? Und rechts und links, das ist schon mal gut. Ne? Ja, da ist ja nicht so viel, was ich hier jetzt gerade überlegen muss, ja, sehe ich. Genau, ja. Ja, also wo soll jetzt die Struktur? Ich meine, was heißt Struktur? Schritt für Schritt, wie du schon sagst. Ja, genau. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Ne? Eins nach dem anderen. Du kannst nicht schneller. Ne? Dann, ne? Ja. Ja, gut. Also weißt du, wenn ich so einen Stunt mache, ne, dann wird das genau vorbereitet. Ja, weil das kostet wahnsinnig viel Geld. Und wenn ich dann davon rechts komme, ne? Und von links kommt der Böse, ne? Mit dem Maschinengewehr. Ne? Da muss er natürlich genau da stehen. Ne? Und die Special Effects, die müssen im richtigen Moment kommen. Und dann das Nächste. Ne? Ja. Sonst schlafen die Leute ein im Kino, das geht nicht. Ne? Ja, und da habe ich natürlich ein ganzes Team, die das ganz genau, da gibt es Pläne, da steht drin, ja, welche Sekunde, was passiert, bam, dann muss da was explodieren und bing, da muss was hochgehen. Ne? Und Ja. Hast du kein Team? Ich habe kein Team so richtig. Dann musst du ein Team, du musst erstmal berühmt werden, musst erstmal knallhart arbeiten, dann hast du ein Team, die machen alles. Okay. Okay, machen wir mal Cut. Und jetzt hattest du Reaktionen. Also hast du irgendwelche Dinge wahrgenommen? Ja, im Prinzip ist es eigentlich immer Schritt für Schritt. Seine Botschaft wissen, was will ich erreichen, wo will ich hin? Ja. Ich habe ja da eigentlich grob auch Sachen so, aber dieses so, ne, was ist der nächste Schritt? Ja. Also ich fand das jetzt auch sehr lustig, ich hatte richtig viel Spaß. Siehst du, mein Team funktioniert hervorragend, Dankeschön. Es kam auch einfach total realistisch rüber, fand ich. Also wirklich überzeugend und ja, man tut so als ob, ne? Ja. Daniela kriegt schon die Krise, ne? Das kann ich nicht. Aber du hast so einen Spaß da drin und es geht ja einfach darum, wir nehmen ja Leute, die es geschafft haben, ne? Was auch immer, aber sie haben es ja irgendwie geschafft. Und die glauben dir deine ganzen Zweifel und dieses ganze Rumgeeiere, das glauben sie einfach nicht. Ne? Mhm. Es geht nicht darum, deine ganzen Bedenken zu pflegen und zu überlegen, was alles nicht funktioniert und wie es alles nicht geht. Und, ne, sondern es geht einfach darum, so in deine Spur, ne, so klar im Blick zu haben und da Schritt für Schritt zu gehen tatsächlich. Ne, dich auf deine Botschaft zu besinnen, was willst du in die Welt tragen, welchen Unterschied wirst du machen. Hm. Ja, du kannst auch weiter sitzen bleiben auf dem Sofa und nichts machen. Kannst du auch. Mhm.
alle Nerven sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ne? Ich bin so unstrukturiert. Armes Ich spielen, ja. Was? Armes Ich spielen. Armes Ich spielen. Das kann man ja auch zwischendurch, muss das ja auch mal sein. Ne? Die haben ja auch alle Krisen und was weiß ich, was alles. So, ich hoffe, du hattest Spaß und hattest auch einige erhellende Augenblicke. Vielleicht ist es dir auch noch ein bisschen merkwürdig erschienen, was wir da eigentlich machen. Das Ganze kommt aus dem provokativen Stil, aus dem Impro-Theater. Also wenn du dich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen möchtest, das lege ich dir sehr ans Herz, das lohnt sich. Da kann ich dir vor allem die Noni Höfner und die Charlotte Cordes empfehlen, die machen das wirklich ganz toll. Also probier es einfach mal aus, ja, du kannst es einfach mit Freunden, Bekannten, wie auch immer machen. Überlege, wen findest du gut? Der andere sucht sich aus, wen kenne ich, schlüpft mal in die Rolle und gibt einfach mal ein Feedback. Und du wirst sehen, es berührt dich auf eine ganz besondere Weise, die du vielleicht so im Moment noch gar nicht weißt, aber es hat lange Auswirkungen. Du hast ja gemerkt, Julia hatte jetzt dann anschließend immer wieder mitgelacht und so bei diesem Schritt für Schritt, das hat sie mitgenommen und wiederholt. Und auch so das Spaß haben, weil eigentlich ist sie jemand, die, der es sehr gut geht und die das Leben auch durchaus leicht nehmen kann, nur eben an dieser Stelle gerade nicht, weil sie da denkt, sie müsste sich stärker strukturieren. Und du hast eben auch erlebt, wie du als Coach oder Coaching da Ratschläge erteilen kannst, aber es müssen unsinnige Ratschläge geben, ne? Weil wenn du einen wirklich ernst gemeinten Ratschlag gibst, dann bringt das den anderen raus und bringt ihn in so eine Rechtfertigungsposition. Das bringt eben nichts. Deswegen sind Ratschläge auch Schläge. Aber auf die unsinnige Art und Weise ist es sehr sinnvoll, weil dann weckt es halt einen gesunden Widerstand. Oder wie hier, es zaubert dir sozusagen Bilder in den Kopf, ja, dass du plötzlich denkst, ach so, ja, so unorientiert oder unstrukturiert bin ich ja gar nicht. Okay, also ich wünsche dir alles Gute, probiere es aus, habe Spaß damit, hinterlasse gerne ein Like und abonniere meinen Kanal. Dann kannst du auf den verschiedenen Playlists, kannst du also immer wieder neue Inspirationen gewinnen, die ich sehr gerne mit dir teile. Und es freut mich auch, wenn du dazu schreibst, welche Erfahrungen du vielleicht schon gemacht hast mit provokativem Stil, mit diesem Impro-Theater und vielleicht auch mit dieser Technik Hall of Fame, die ich übrigens von Zamyat Klein gelernt habe, einer sehr geschätzten Kollegin, die großartig ist in Impro-Theaterspielen und in sonstigen Seminarspielen. Alles Gute, die Janison Tompkins.